lieben Freunde. Hallo. Es ist heiß. Es ist heiß, erstens. Ups. Zweitens, wir sind gerade wo angefahren. Oh, das war auch immer. Das war noch der Anstieg. Also, wir fahren jetzt weiter nach Puerto Escondido. Escondido. 6 Stunden Fahrt. Gestern ist leider noch Scheiße passiert, weil wir haben ja so viel Pech dazu. Irgendwie, es Pech oder es hört nicht auf, es hört nicht auf. Ich weiß nicht, was los ist. Alter. Ich habe gestern mein Handy im Klo liegen lassen, wir waren bei so einer Mall. Da waren wir Starbucks, dann hat Starbucks kein Klo gehabt, sind wir aufgegangen. Ja, sind wir aufgegangen in die Mall, ins Klo halt. Und ich habe dann mein Handy auf diesen Toilettenpapierspender aufgelegt und natürlich dann vergessen. Ne? Also liegen lassen drin, 5 Minuten später bin ich drauf gekommen, Scheiße, mein Handy ist im Klo, bin zurückgerannt, natürlich war es nicht mehr da. Also irgendein Mädel im Klo hat mein iPhone jetzt gestohlen, ne, und hat es halt jetzt, kann nichts damit anfangen, bringt eben gar nichts. Für mich ist halt jetzt scheiße, weil jetzt habe ich kein Handy. Aber es ist alles halb so schlimm, weil es kommt ja, wir treffen ja bald, Gott sei Dank, Moni, ihre Arbeitskolleginnen in Cancun. Meine Schwester wird morgen ein eigenes Handy für mich besorgen und die SIM-Karten nochmal mit meiner Nummer und denen dann mitgeben. Das heißt, ich muss jetzt einmal eine Woche ohne Handy leben. Das ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ich kriege das Handy zurück. Oder beziehungsweise kriege ein Handy wieder, wo ich das alles wieder einrichten kann und so. Ja, auf jeden Fall richtig nervig, weil es ist echt warm, Alter. Es ist saß, ich werfe nur in irgendeinem Pool ein. Es hat wieder 32 Grad. Gefühlt sind es 40. Ja, es ist scheiße, aber es ist schon passiert leider und das soll man machen. Kann man nichts machen. Jetzt fahren wir auf jeden Fall wieder ewig lang. Aber da. ja, ich schaue, dass ich mit der Kamera wieder ein paar Sachen einfange für euch, damit es echt wie Mexiko rausschaut. Durch den Dschungel! Yes. Ja, ich rede schon viel zu lang. How we get our mind right? Why do we only think about shit when it's hindsight? When the cup gets full and all we carry is gold, only thing we do is get used to the limelight. But then the karma sets in and we're left where the mess is. I guess I learned some lessons. Mom and dad, I want you to know I learned them all. And when I make it big, you can say I didn't fall. And when I got signed, I thought I was good. Now I'm older and I'm wiser, just like I should be. And I'm slipping out of the habit, looking at life like 2 sides of a magnet. Servus! Hallo! Wir haben es geschafft, 6 Stunden Fahrt, Monja ist durchgefahren. Wie affig! Wie affig! Pass auf, du haust sonst, dass du spielst in den Laden, passt dir das nicht? Jetzt haben wir endlich ein Hotel gefunden. Das ist so hart. Das ist unglaublich. Ja, wir haben gerade ein paar Hotels abgeklappert, weil bei Booking.com waren alle ausverkauft. Weil es sind ja Weihnachtsferien und da sind so viele Urlaub. Wir haben sogar einen Pool da vorne, wo alle Kinder noch da sind. Wir zahlen $55 pro Nacht, glaube ich, was wir jetzt ausgerechnet haben. Das ist okay, wir bleiben jetzt 2 Nächte da. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Tschüss. Nächsten Tag. Guten Morgen. Ja, wir sind gerade aufgestanden, wir gehen jetzt frühstücken. Schaut euch das einmal an, da ist das Pool. Da ist das Meer. Direkt daneben. Oh, das ist cool. Das ist sehr dreckig. Wir warten jetzt auf unser Frühstück. Schaut sich das an. Mit Meeresblick. Wunderschön. Also, machst du es damit? Nein, es ist damit. Wir gehen jetzt zum Strand runter und das schaut schon mal mega geil aus. Voll schön. Weg zum Glück, würde ich sagen. Heute wird wieder mal ein wunderschöner Beachday. Was wir eh dringend notwendig haben. Heute mal wirklich entspannen, das haben wir uns ja wirklich verdient. Das haben wir die letzten 3 Tage über 30 Stunden gemacht. Wir fahren jetzt so viel Auto, das ist eigentlich nicht normal. Wir fahren eigentlich nur Auto, wir fahren. Das ist ganz best, wenn ich nicht, wenn wir das Auto nicht machen. Das ist echt der Putsch, oder was? Das Paradies. Das tut mir leid. In letzter Zeit sind wir so offline gewesen, so in der Art. Auf jeden Fall, wir haben einen Flug nach Cancun, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt. Nein. Wir haben eine große Planänderung eigentlich gemacht von unserer ganzen Reise da. Das hat sich alles geändert. Ja. Deswegen nie planen, ich sag's euch
Das ist echt nichts, das ändert sich alles. Wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit, was wir in Mexiko verbringen können. Deswegen, wir wollten ja eigentlich bis Cancun fahren mit dem Auto. Aber wir haben jetzt von Chiapas, von Tuxtla Gutierrez oder so heißt die Stadt, einen guten Flug, einen billigen für 150 Euro pro Person hin und retour nach Cancun geflogen. Dadurch fliegen wir dann nach Cancun und treffen dort meine Friends! Die Lisa und die Conny. Ich werde es nicht sehen, es war ganz lustige Leute. Ja. Ich glaube, das wird eine witzige Alter, Zeit auf jeden Fall. Also super gutes Timing, weil ich es mitgekriegt habe, dass ich habe das Handy verloren und denke, können jetzt ein neues Handy mitnehmen und so. Mit meiner SIM-Karte. Bankomat also, ist nämlich auch also genau. Aufgelaufen bei beiden. Wir nehmen uns auch mit, also mehr cool. Echt also super. Super passt. Ja. Also. Geil. Also wenn du mich suchst, ich bin nur bei der Hotel. Ja, passt. Ja, wir haben echt den Strand für unser Land. Der gehört hey, anscheinend zum Hotel. Ich glaube, wir spielen das. Was haben wir da gestern gefunden? Oh ja, nicht einmal da, ja. Warte, zeige ich das. If we try to fly it, there's a reason why the glass full. We can use it only if we see it half full. Also, so schaut mal ein entspannter Tag für uns aus. Wir chillen da gerade am Pool oben, weil unten war es schon viel zu heiß von der Sonne. Wir sind eh schon komplett aufgebrannt, also alle spielen gerade Pokémon. That's life right now. Und dann müssen wir Wäsche waschen gehen. Das ist das einzige Anstrengende heute, was wir machen müssen. So, wir gehen jetzt in den Laundry Store. Laundry Store gesehen, ganz lieb. War ein ganz lieber Typ. Das ist nämlich, wir waren es gewohnt von Amerika eigentlich, dass wir ja, die Wäsche selber waschen und eine Stunde warten und dann nehmen sie mit. Ne? Aber da in Mexiko ist es anders, da macht das halt immer mehr für den und das dauert normal 3-4 Stunden, bis du es wiederholen kannst. Ist relativ teuer eigentlich. Ja, aber bei ihm ist es so, die sperren bald einmal zu. Also, ja, er hat gesagt, ich soll es morgen um 12 Uhr holen. Er hat gesagt, um 12 Uhr gerne, damit wir schon weiterfahren. Da hat er gesagt, ja, wann ist denn später? Ich habe gesagt, so meine, ne? Das ist besser um 8 auf. Ja, hat er gesagt, okay, passt. Er wird sich beeilen. Er hält es auf die Hand. Weil ich habe jetzt sogar Englisch geredet, ich bin so gefreut. Ja, das war es immer für die Wahl. Jetzt fahren wir wieder zurück. Schau, weil es auch nicht untergegangen ist. Genau, weil es noch ausgeht. Ich bin natürlich. Ja, auf jeden Fall. Stay tuned. Tschüss. Wir haben den Sonnenuntergang verpasst. Das ist nicht mehr schön. Unsere Handtücher liegen da unten, deswegen müssen wir so oder so aufgehen. Das ist wunderschön. Wahnsinn, Alter. Boah, das ist 2019. Ja. Das ist so gestört. 5 Monate. 5 Monate. Ja.